Wir sind gerade in Wuppertal. Und zwar waren wir heute ein bisschen spazieren hier und fahren jetzt aber nach Hause. Lina hat ihr Geburtstagsgeschenk bekommen. Und zwar bei Lidl gibt es momentan diese Kaufmannsläden für 40 Euro im Angebot. Also total günstig. Das hat sie bekommen und sie hat noch zwei weitere Sachen bekommen. Ich zeige euch das noch kurz. Lina, guck mal hier. Dann einmal diesen Korb voll mit Lebensmitteln. Ja, 5 Euro. Guck mal, können wir das aufmachen? Sie will die Kamera. Und noch was. Ich komme da nicht dran, Lina. Und eine Holzwaage. Die hat, glaube ich, 9 Euro gekostet. Und da gab es so viel Obst aus Holz. Das ist total gut für Kinder. Na, ich mache die Kamera jetzt aus und melde mich, wenn ich zu Hause bin, weil sonst weint diese kleine Maus hier. Hi ihr Lieben, ich wollte nur kurz Bescheid sagen, dass wir jetzt zu Hause sind, schon was länger. Ich habe geduscht, mich nochmal fertig gemacht, weil wir gleich einen Termin haben. Eigentlich kann ich euch ja schon mal sagen, was das für ein Termin ist. Moment. Und zwar haltet euch fest, Leute. Ich habe einen Termin, ich kann das nicht mal richtig aussprechen, in einem Fachzentrum für ästhetische und plastische Medizin. Ja, ihr könnt ja mal unten reinschreiben, was ihr denkt, was gemacht wird oder was ich vorhabe machen zu lassen. Und ja, ich würde sagen, ich lade die Kamera auf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt schon filmen darf, weil das jetzt ein Beratungstermin ist. Und ich bin schon gespannt, was wird, wie es wird, was besprochen wird. Aber schreibt auf jeden Fall rein, was ihr denkt, was ich machen lassen werde. Ich bin schon gespannt. Ja, ich bin total aufgeregt, total. Ich werde jetzt drauf, dass Albert vom Fußball kommt. Der hat nämlich heute frei. Und wir fahren dann dahin, haben um 17 Uhr einen Termin. Und ja, heute sind wir vollgepackt. Ich zeige euch mal kurz das Geburtstagsgeschenk von Lina. Moment. Ich werde das aber noch nicht aufmachen. Das Problem, die Farbe gefällt mir gar nicht davon, ne? Aber für 40 Euro ist das total günstig gewesen. Ich habe das jetzt hier gekauft und zwar ist das hier einmal dieser Kaufmannsladen. Ich will den aber noch streichen und vielleicht so einen anderen Stoff dahin hängen. Dann habe ich, das habe ich euch im Auto schon gezeigt, einmal diesen Korb und diese Waage müssen wir zurückgeben, weil hier das Teil ist kaputt, genau. Und dafür haben wir jetzt insgesamt, also das hat 40 gekostet, 9 Euro und 5 Euro. Ich finde das total günstig. Aber hier ist auch nur so Plastik und Karton drin. Also Obst, Gemüse und so müssen wir dann noch kaufen. Ich habe mir überlegt, ob ich hier nicht so Holzkisten kaufe bei Kiko oder so und dann dass hier dann Gemüse reinkommt. Obwohl ich sehe hier gerade auch, dass hier auch Gemüse rein kann. Also ich werde es auf jeden Fall streichen. Vielleicht hier rosa oder weiß. Weil das gefällt mir gar nicht. Also das ist mir viel zu bunt. Oder was sagt ihr? Soll ich das so lassen? Ich schau mal. Ich guck mal auf Pinterest, was die alles haben. Und hier ist noch Kreide drin. Das finde ich super. Dann kann sie hier auch malen. Aber das, ich muss mir noch überlegen, ob wir das jetzt bald aufbauen oder ob ich warten soll bis zu ihrem Geburtstag. Aber ich glaube, ich warte bis zu ihrem Geburtstag, weil ich muss erstmal hier alles verräumen. Weil Lina hat ja total viel Spielzeug hier und das muss alles weg, damit sie das aufgebaut bekommt. Und das Bett im Schlafzimmer will ich auch wegschmeißen oder verkaufen. Mal schauen, was wir damit machen, weil Lina braucht das nicht. Oh, dann hat das ja gekauft, total unnötig, aber ist egal. Ich räume jetzt hier auf, lade meinen Akku auf, weil ich habe nur noch 17% und schaue mal, ob ich euch jetzt schon mal mitnehmen kann. Aber erstmal haben wir ein Gespräch, mal schauen. Ihr Lieben, ich habe euch voll vergessen, etwas zu zeigen. Und zwar hat der Lina jetzt bald Geburtstag. Und ich habe schon vor einer ganzen Weile für Lina Sachen zugeschickt bekommen für ihren Geburtstag. Ich zeige euch das mal kurz und dann sage ich euch was dazu. Also als erstes sind erstmal so kleine Schokoladen da drin. Da steht Happy Birthday, Lina 2. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt. Ich hole mal am besten eins raus. Und zwar habe ich das schon vor einem Monat vorstellen, aber weil das im kleinen Zimmer war und ich mir dachte, komm, du hast eh noch voll lange Zeit, bis Lina
Geburtstag hat, habe ich das immer voll verpeilt. Und zwar einmal das hier. Ich hoffe, genau. Also da steht jetzt Happy Birthday Lina 2. Und das gibt es dann auch nochmal in groß. In diesem groß sogar. Und dann gibt es auch noch so kleine Tütchen. Zudem muss ich sagen, dass alles ohne Gelatine ist, was hier drin ist. Für die, die sich die Bedenken haben, falls sie das bestellen sollten. Das sind so kleine Marshmallows. Zwei, dreimal. Genau. Dann haben wir hier, die sehen aus wie M&M's. Ich glaube, die sind mit Schoko gefüllt. Auch pink und weiß. Und einmal diese Schlangen. Ich habe so das Gefühl, da war noch was drin, aber ich glaube, Lina hat das aufgegessen. Weil wenn Lina sowas sieht, dann will sie sofort probieren. Genau, die Seite verlinke ich euch und danke nochmal und tut mir leid, dass ich das so spät vorgestellt habe. Aber wie gesagt, ich habe es voll vergessen, weil es im Karton war und ich habe es in einem kleinen Zimmer versteckt, damit Lina das auch nicht sieht. Sorry. Genau, das ist das. Ich bringe das mal kurz wieder weg, bevor Lina noch mehr will. Was denn? Time geht koja wert. So, ich muss jetzt auch Staub saugen. Es wird langsam Zeit. Lina ist ja jetzt auch wach. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich kann nur Staub saugen, wenn Lina wach ist. Manche Mamas sind da ja voll strikt und sagen, nee, ich staubsauge auch, wenn das Kind schläft. Sie oder er soll sich dran gewöhnen. Sowas kann ich persönlich nicht, weil ich will auch in Ruhe schlafen. Und ja. Ich staubsauge jetzt mal und dann muss ich auch schon Fischstäbchen machen. Ich wollte eigentlich Bohneneintopf mit Reis machen, aber auch der bestand drauf, dass ich Fischstäbchen mache, weil er Lust drauf hätte. Ja, ich werde natürlich nichts davon essen. Fischstäbchen auf keinen. Ich mag eh keinen Fisch. Fischstäbchen habe ich gern gegessen, aber darauf habe ich jetzt keine Lust. Ich mache mir dann so ein Stück Brot von mit Vital und Chia. Und dann reicht mir das auch. So, ihr Lieben, wir sind jetzt bei dem Termin. Ja. Wir haben jetzt gleich unseren Termin und ich bin schon total aufgeregt. Lina ist auch hier. Ich kann euch schon mal zeigen, wie es hier ausschaut. Und zwar ist da eine Kamera, eine Fotowand sozusagen, ein Spiegel und die Waage. Und vielleicht könnt ihr euch jetzt schon denken, worum es geht. Und zwar, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. So, wir sitzen jetzt hier mit Dr. Heidmann. Ist der Herr und besprechen uns jetzt über das Cool Skype-Ding. War das richtig ausgesprochen? Cool Skype. Ja. So, das ist hier der Eingangsbereich, total edel. Und das hier wird bei mir gemacht. Cool Skype-Ding. Ich kann euch das mal hier kurz zeigen. Und zwar kann ich so meine Wunschfigur erreichen. Ich werde jetzt sehr wahrscheinlich das hier machen. So, wir sind jetzt hier im Zimmer und bitteschön. Hallo, mein Name ist Fabian Heidmann, ich bin Arzt in der ästhetischen Medizin und wir benutzen hier bei uns in der Praxis das sogenannte Cool Skype-Ding aus den USA mit FDA-Zulassung. Hierbei handelt es sich auch um das Original Cool Skype-Ding der Firma Celtic. Wir können hiermit störende Fettpolster behandeln ohne OP und Ausfallzeit. Dazu wird an den entsprechenden Fettpölsterchen ein sogenannter Applikator aufgesetzt, der ein Vakuum erzeugt mit minus 11 Grad. Die Haut wird dabei auf 4 Grad runtergekühlt, das Ganze 35 Minuten lang. Danach folgt eine kurze Massage für 2 Minuten und wir können eine weitere Stelle danach behandeln. Ausfallzeiten gibt es danach nicht. Sie können alles ganz normal machen. So, wir haben den Termin Ende des Monats. Ja. Genau, und dann nehme ich euch mit und erzähle und erkläre euch mal, wie das ist, wie das abläuft, wie sich das anfühlt und die Endergebnisse natürlich am Ende. Und ich bin schon total aufgeregt und auch gespannt. So, ich bedanke mich bei Ihnen. Sehr gerne, wir freuen uns. Wir sehen uns dann. Alles klar? Am Ende des Monats. Wir freuen uns. Hallo, so, ihr Lieben. Ja, ihr Lieben. Wir sind jetzt raus und fahren jetzt nach Hause, glaube ich, oder? Ja, wir sonst.
Einkaufen? Ich weiß nicht. Also Lina braucht eigentlich Frühstückssachen. Ja, die Beratung war sehr, 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 sehr gut. Also ich bin jetzt vollkommen aufgeklärt. Ich war mir halt nicht so sicher damit, ob das wirklich klappt. Aber jetzt bin ich überzeugt und freue mich schon drauf. Und dann kann ich endlich auch ein paar Kilos verlieren. Das heißt natürlich kannst nicht... Kannst du endlich schwimmen gehen, ne? Wow. Ja, ihr wisst ja, ich traue mich nicht so schwimmen zu gehen. Aber wenn das dann alles vorbei ist, kann ich auch endlich wieder schwimmen. Ich habe auch der sogar gesagt, versprochen, dann gehen wir jede Woche schwimmen. Ja, total lieb waren die, echt. Also sehr freundlich, haben uns auch direkt was zu trinken angeboten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das was bringt. Ja? Ich auch. Aber so wie es ausschaut, schon. Ja. Ich will jetzt erstmal mit meinem Bauch anfangen. Das sind dann drei Körperzonen. Und sieht man mich überhaupt? Genau, das sind drei Körperzonen und dann werden wir euch auf jeden Fall mitnehmen. Also ich. Und das dauert 2 Stunden bei drei Körperzonen. 3 Stunden ist echt viel, ne? Zwei Stunden. Ist viel, ne? Also Lina war noch nie 2 Stunden mit Audel alleine. Ist ja klar. Alleine, klar. Letztens, wo wir draußen waren, zusammen. Arkaden. Ja, in den Arkaden. Stimmt, dann könnt ihr in die Arkaden, ja. Komm, Baba. Ah, Lina will filmen, vielleicht Leute. Kannst du die Kamera haben. Komm. Ich filme gleich dann weiter. Komm, im Mund. So, ihr Lieben, man sieht mich ganz schlecht. Moment. Warte, Lina, man sieht uns ganz schlecht an den Gym. Warte. So, und zwar gehen wir jetzt einkaufen bei Lidl oder Aldi, keine Ahnung. Ja, aber was sieht er? Lina will euch was erzählen. Man sieht dich gar nicht, Lina. Papa! Ja. Ja, Papa. Was erzählst du da? Lina, Papa! Was wolltest du denn? Du weißt gar nicht, was wir alles brauchen. Eier und so haben wir alles. Erstmal nur Frühstückssachen. Genau, Frühstückssachen für Lina. Hier kannst du mal an. Lina! Lina, komm mal her, Maus. Lina, ja, glaube ich. Komm. Hier. Dann hole ich Laugenbrötchen, die haben mir sehr gut geschmeckt. Mit Körnern. Ja, ich hole Brötchen. Aber es gibt gar keine Küche mehr. Küche gibt's nicht. Die mag so dieses Dicke, was ich von der Gouda schneide. Hier sowas vielleicht, dieses Snack-Do. Lina? Meinst du, esst die sowas? Bestimmt, ne? Das ist mal was Neues. Willst du das haben? Vorsicht. Komm, wir holen dir das auch. Weißt du, was ich mir überlegt habe, Schatz? Das ist auch geil. Warte. Welches? Für Kinder? Normales Joghurt. Da. Hier, Schatz, guck mal. Langsam. Da hinten, Schatz. Hier, Schatz, guck mal, voll süß. Kaffeemaschine. Ne? Nein. Das passt nicht. Das passt nicht zu Dingens Einkaufs. Hier, da ist Dalan Joghurt.
Hast du keinen im Auto? So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich zeige euch mal kurz, was wir gekauft haben. Ich muss hier erstmal Platz machen. Eigentlich wollten wir nur Frühstückssachen kaufen. Aber es wurde ein bisschen mehr. Ich habe einmal drei Laugenbrötchen gekauft. Dann Joghurt mit der Eckhart-Order gekauft, zweimal mit den Bällen. Dann habe ich für Lina dieses Say Cheese Dippers geholt. Lina, willst du eine Packung mal probieren davon? Das schmeckt total lecker, glaube ich. Willst du mal eins probieren? Ja? Komm, ess mit dabei, ja? Beim Scherz. So, dann hat auch der diese Fake Joghurt mit der Ecke geholt. Schatz, warum hast du nicht direkt die genommen? Hä? Mama! Ja. Du hast die Originalen auch geholt. Oh, 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 Mama. Und zweimal das. Dann einmal Joghurt. Lina liebt momentan Joghurt. Dann Milchschnitte. Maxi King, Lina hat schon eins im Laden gegessen, deswegen haben wir das jetzt gekauft. Dann Organic Bananas. Okay. Und das letzte, nee, das vorletzte. Und dann haben wir nochmal für Lina so ein Snack-Duo gekauft. Einmal Butterkäse und einmal Edamer. Sie liebt ja Käse. Dann haben wir ein Sixpack Mineralwasser geholt. Ich liebe Mineralwasser. Und für Lina haben wir dann noch Saft geholt. Das war's auch. Und mehr haben wir nicht geholt. Die Tage machen wir dann einen Großeinkauf. Das war jetzt wirklich nur für morgen. So. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich habe mir was, so eine Jacke drüber gezogen, weil mir total kalt ist. So, ich wollte euch mal kurz was zu Medical Face sagen, wo ich eben war. Und zwar, ihr wisst, ich bin seit längerem einfach unzufrieden mit meiner Figur und habe jetzt ein bisschen recherchiert und habe dann gesehen, dass man Cool Sculpting machen lassen kann. Ich war am Anfang ehrlich gesagt sehr skeptisch und dann habe ich Medical Face entdeckt, war heute da mit Audel zusammen. Wir haben uns beraten lassen, ausgiebig. Wir haben, glaube ich, eine Stunde lang geredet. Und ich bin überzeugt von der Methode von Cool Sculpting und ich will das ausprobieren. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen, weil ich weiß, es gibt sehr viele unter euch, die auch vieles ausprobieren, aber einfach nicht abnehmen. Ja, ich habe vieles ausprobiert. Shakes, Pillen, dann habe ich zu Hause ein paar Übungen gemacht, meine Ernährung umgestellt. Ja, ich habe immer wieder 3 bis 4 Kilo abgenommen, aber an Bauchumfang oder an meinen Beinen hat sich nichts getan, was ich sehr schade finde. Und ich fühle mich einfach nicht mehr wohl in meinem Körper. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Dieser Bauch nach der Schwangerschaft geht einfach nicht weg. Ich traue mich auch nicht mehr ins Schwimmbad zu gehen, ehrlich gesagt. Und für mich ist die letzte Lösung jetzt Cool Sculpting. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Und ich bin wirklich gespannt. Mit dieser Methode kann man den Kinnbereich, den Achselbereich, Rückenbereich, die Flanke, den Bauch, dann unter der Gesäßfalte, Oberschenkel. Also ich zeige euch mal so ein Bild. Ihr könnt das. Das kann man alles damit behandeln lassen. Und ich habe so ein Gefühl, mein Körper ist einfach hartnäckig. Also da passiert einfach nichts. Deswegen will ich jetzt diese Methode ausprobieren. Ja. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Ich will jetzt hier meinen Bauch machen. Bei mir sieht es so aus. Genau, bei mir sieht es momentan so aus. Ja. Ja, bei mir sieht es momentan so aus. Und nach der ersten Sitzung sieht es so aus, wie auf dem Bild abgebildet. Und nach der zweiten Sitzung, dann ist fast alles weg. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und hoffe auf gute Ergebnisse. Aber das Gespräch hat mir heute sehr gut getan.
Ich habe mich einfach wohl gefühlt und ich denke, ich bin in guten Händen, weil unser Gespräch war einfach schön. Mir wurden alle Fragen beantwortet und ja, ich hoffe, das interessiert euch. Ich weiß, dass es sehr viele Mamas draußen gibt, die einfach, egal was sie tun, nicht abnehmen. Es gibt einfach ein paar Stellen, ein paar Körperstellen, da versucht man alles, aber unser Fett ist einfach so dickköpfig, der will einfach nicht weg. Naja, auf jeden Fall, was man noch machen kann dort, also die bieten sehr, sehr viel an, wirklich. Also das ist jetzt nicht nur Coolsculpting, sondern Botox, Hyaluronsäure, Fadenlifting, 8-Point Facelift, Fettwegspritze und Coolsculpting. Also ihr könnt da auch eure Lippen aufspritzen lassen oder sonst was. Also das ist, wie ihr mögt. Die machen wirklich alles. Und ich bin wirklich gespannt. Aber ich habe wirklich ein gutes Gefühl. Ich mache das mit einem guten Gewissen. Und das Krasse ist, das ist keine OP, Leute. Also das ist wirklich keine OP. Euch wird nichts aufgeritzt. Ihr kriegt keine Spritze. Also nichts. Und das meiste, wovor ich Angst habe, ist die Spritze. Ja, aber genaueres werden wir euch dann berichten. Also werde ich berichten, wenn ich da bin. Ich werde euch live mitnehmen, wenn ihr Interesse dran habt. Also ich werde euch mitnehmen, wie die mir meinen Bauch da einzeichnen, welche Stelle jetzt cool-Sculpting wird. Und wie das alles abläuft. Ich werde euch 2 Stunden lang mitnehmen. Natürlich jetzt nicht 2 Stunden lang filmen, aber ich werde euch immer wieder mal sagen, wie ich mich jetzt fühle, was jetzt gemacht wird. Also wenn ihr Interesse dran habt, dann schreibt es rein. Dann mache ich das auf jeden Fall, weil ich fühle mich einfach nicht mehr wohl, ehrlich. Also ihr wisst, ich bin eine ehrliche Person und ich fühle mich einfach nicht mehr wohl in meinem Körper. Ich habe das Gefühl, es passiert einfach nichts, egal was ich mache. Ich nehme 3-4 Kilo ab und dabei bleibt es auch. Und ich will einfach was dagegen tun. Also ich fühle mich einfach nicht mehr wohl in meinem Körper und ich glaube, das reicht. Das reicht, um eine Frau, um einfach Coolsculpting machen zu lassen, sich darüber zu informieren. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen, weil ich weiß, es interessiert sehr, sehr viele da draußen, vor allem die Mamas. Dieses übergeschüssige Fett, das nervt einfach, das nervt. Und dann werdet ihr auch sehen, wie mein Bauch wirklich momentan aussieht. Am Ende des Monats haben wir, wie gesagt, den Termin und dann werden wir alles wahrnehmen und ich werde euch mitnehmen. Ja, das war eines meiner ehrlichsten Videos. Ich fühle mich wirklich nicht mehr wohl. Ich glaube, ich habe das jetzt das 3., 4., 5. Mal gesagt. Aber es ist einfach so. Das ist die Tatsache und das ist seit längerem so. Und ja. Jetzt können viele sagen, du hast voll die schöne Figur. Aber Leute, ihr seht mich nur von außen, nicht von innen. Ihr wisst nicht, wie mein Bauch aussieht. Okay, mein Bauch sieht jetzt auch nicht so schlimm aus. Aber mein Bauch hängt einfach und das sieht, ich fühle mich einfach nicht wohl. Naja, ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen und dann werdet ihr sehen. Ich werde euch jetzt schon mal die Adresse unten in der Infobox verlinken, damit ihr mal recherchieren könnt, gucken könnt. Und ja, das Gespräch wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön und ich wurde auch sehr herzlich aufgenommen. Ja, jetzt gehe ich mal zu meinen 2 Mäusen. Mal schauen, was sie machen. Oh, der ist voll kaputt. Der hat sich gestern im Indoor-Spielplatz seinen Fuß verrenkt. Und ich werde den jetzt ein bisschen massieren mit dieser Pferdesalbe. Ich hoffe, das bringt was. Ja, ansonsten geht Dina gleich schlafen und wir machen uns einen schönen Abend. So, ihr Lieben, Dina werde ich jetzt schlafen legen. Sie ist jetzt im Schlafzimmer und sitzt auf dem Bett. Ich räume so lange hier ein bisschen auf und Audel ist gerade rausgegangen ein bisschen mit seinen Freunden. Genau. Also ich räume jetzt hier ein bisschen auf, wie gesagt, und dann lege ich Lina hin. Sie sitzt da. Da. Ja, und dann ich habe bekommen. Ja, und dann ich komme heute gar nicht zum Punkt. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall lege ich Lina jetzt gleich schlafen, räume so lange, aber vorher hier auf. Dann muss ich die Küche noch aufräumen, aber das mache ich dann halt, wenn Lina schläft. Wir haben jetzt, glaube ich, 8.30 Uhr oder so. Ich weiß gar nicht. Ja, 8.30 Uhr. Und ja, das war unser Tag heute. Ich hoffe, ihr schreibt eure Meinung darüber unten rein, ob ihr das Video dazu sehen wollt.
und ob ich euch mitnehmen soll, wie mein Schmerzempfinden ist und natürlich danach, wie das Endergebnis aussieht, wie das alles angewendet wird. Also mich interessiert sowas total. Also ich gucke bei sowas so gerne zu, damit ich auch sehe, klappt das wirklich, hat das Nebenwirkungen, hat das, hat man Schmerzen, verschwindet danach wirklich 2, 3, 4, 5 cm Bauchumfang. Also ihr könnt das auf jeden Fall unten reinschreiben, mich würde das sehr interessieren, weil dementsprechend nehme ich euch natürlich mit. Und ja, ich würde mich langsam verabschieden. Ne? Emma hat wieder zu viel geplappert und würde sagen, wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Tschüss.